Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in diesem Video geht es mal um Baden-Kurier. Und zwar möchte ich meinem Arbeitgeber, wo ich jetzt schon seit 2 Jahren als Zeitungszusteller arbeite, und zwar ich möchte euch einfach herzlich danken, liebe Baden-Kurier GmbH. Es war echt eine schöne Zeit, bei euch Zeitungen zuzustellen. Ich habe ja seit Januar 2019 bis jetzt Ende 2020 habe ich bei euch das Wochenblatt zugestellt. Ich trage das morgen wieder aus und ich finde es echt schade, dass es jetzt ab Januar 2021 wegfällt. Aber ich wollte euch jetzt einfach noch kurz sagen, Baden-Kurier GmbH, ihr seid wirklich ein toller Arbeitgeber und die Zeit, wo ich bei euch als Zeitungszusteller gearbeitet habe, das war für mich eine tolle Zeit. Das war echt eine schöne Zeit. Zeitungen zustellen ist ein toller Job und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin mehr als glücklich, dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, unbefristet für euch die Sonntagszeitung am Samstagabend zuzustellen. Also so einen tollen Arbeitgeber wie euch sieht man echt selten. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, jetzt 2 Jahre lang bei euch das Wochenblatt am Mittwoch auszutragen. Und ich finde es echt schade, dass ihr das jetzt aufgeben müsst, weil es sich nicht mehr lohnt. Das macht mich wirklich traurig, aber trotzdem, es war eine schöne Zeit und ich bin mehr als froh, dass ich noch die Sonntagszeitung bei euch oder für euch zustellen kann. Es war echt eine schöne Zeit, das Wochenblatt zuzustellen und ich kann auch jeden von meinen Zuschauern sagen, setzt euch mal hin, lest ein bisschen Zeitung, denn das tut dem Kopf gut, denn Lesen bildet. Und wenn ihr die Sonntagszeitung lest, dann sorgt ihr im Übrigen dafür, dass Zeitungszusteller ihre Jobs behalten, weil das Wochenblatt musste jetzt aufgegeben werden, weil es sich nicht mehr rentiert hat, weil einfach viel zu wenig Leute die das Wochenblatt gelesen haben. Und das finde ich einfach schade. Und ich finde, die Leute sollten sich ein bisschen mehr auf den Hintern setzen und sollten ein bisschen mehr Zeitung lesen, denn Lesen entspannt, Lesen bildet und Lesen ist eine gute Sache eigentlich. Außer bei mir in der Schule, dort nicht, aber Lesen ist grundsätzlich eine gute Sache, aber viele tun es halt nicht mehr und das nimmt den Zeitungszustellern den Job weg. Wollte ich jetzt in diesem Video jetzt einfach nochmal kurz ansprechen, aber dieses Video richtet sich grundsätzlich oder hauptsächlich an Baden-Kurier. Ich finde es echt klasse, dass ihr mich eingestellt habt und dass ich die Möglichkeit hatte, für euch das Wochenblatt zuzustellen. Es war echt eine schöne Zeit, es freut mich sehr und ich werde weiterhin immer für euch da sein und ich werde weiterhin in der kommenden Zeit immer für euch Zeitung austragen. Falls ihr noch irgendwo Zeitungen zugestellt haben müsst am Mittwoch, lasst es mich wissen, das tue ich gerne für euch. Denn ihr seid wirklich ein toller Arbeitgeber und den Lohn, wo man bei euch als Zeitungszusteller verdient. Das ist auch ein fairer Lohn. Finde ich echt toll. Ja, Leute, und damit sind wir so ziemlich am Ende von diesem Video angekommen. Danksagung an Baden-Kurier GmbH. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich oder gebt meinem Posties Feedback. Und bis zum nächsten Video. Dankeschön, Leute, und ciao.